Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das war gerade dezent unscharf am Anfang. Ja, heute ist der 28. Dezember 2016. Jetzt musste ich tatsächlich kurz überlegen. Hier sieht man es auch nochmal am PC da vorne. Ja, Leute, morgen beginnt in Deutschland ja wieder der Feuerwerksverkauf und ich muss schon sagen, ich bin fucking aufgeregt. Also es ist wirklich unfassbar. Wir warten jetzt noch so, bis der Stream losgeht und haben hier noch so ein bisschen den Fräsmann-Prospekt offen und hier noch ein bisschen YouTube. Und man sieht es auch schon draußen, also es ist echt verdammt dunkel schon. Boah, da sieht man mal so ein bisschen die Skyline. Krass. Und ich bin natürlich auch nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast geholt und zwar den werde ich jetzt mal beleuchten. Das ist... Slapix84. Genau, das ist er. Bei dem war ich ja schon mal, vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere bei mir, wir waren ja, ne? Ja, klar, Es waren ein paar schöne Tage. Und hier sieht man überhaupt, hier, schöne Wand, von der MSD Fireworks und so. Ja, wir haben uns natürlich auch ein bisschen verpflegt, haben wir natürlich auch ein bisschen Dip, Tortilla Chips, Celebration und was ganz Fettes, Leute, wir haben uns hier unten einen ganzen Kasten Miu Miu Mate gegönnt. Beziehungsweise habe ich den zu Weihnachten bekommen, also richtig geile Idee. PC ist am Eskalieren da vorne, der hat auch schon Vorfreude. Dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Take, was, welcher auch immer das sein wird, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn der Stream losgeht, also sehen wir uns gleich, wenn der Stream losgeht. So, wir sehen uns jetzt wieder nach einer richtig coolen Timelapse oder was auch immer das war. Ihr habt es ja gerade gesehen, Leute. Der Stuhl ist am quietschen und es ist gerade mal 19.05 Uhr. Wir sehen uns hier halt volle Kanne den Balloon-Stream angeben. Ist schon Subze, Balloons und Pyrofreak 96 drin. Und man sieht hier mal wieder, wie krank der Chat am Eskalieren ist. Also Leute... Schlecht. Unnormale Vorfreude wirklich. Morgen geht's los und sehen wir uns im nächsten Take wieder, oder? Jo, würde ich sagen. Ja. Sehen wir uns im nächsten Take. Bis gleich. So, also ich mach 100 gleich. Ich mach gleich hier Kopfhörer an. Klippet. Hört ihr das jetzt oder nicht? Ja, wir hören es. Eins und Leute, wir haben den 29.12. Hier, ich mach mal kurz. An High Speed Rapped. 10! Oh mein Gott, okay, die haben Zeitverzögerung. Wir machen jetzt mal aus. Leute, heute ist unser Tag. Slapix84 auch. Alter, der Chat. Chat am Eskalieren. Und ich würde sagen, Leute, wir zünden jetzt erstmal zwei Artikel. Hier der Stream auch komplett am Eskalieren. Ich habe so Vorfreude, Lennart war auch. Jetzt ist echt unglaublich heftig. Wir sind emotional am Tiefpunkt. Wir machen jetzt so zwei Artikel für euch und dann kommt natürlich vor der Einkaufstour noch zwei Dinge. Also, ja. So, haben wir hier die Glücksbombe. Denn wir brauchen ja auch Glück, ne? Auf jeden Fall. Bei der Einkaufstour. Machen wir natürlich gleich. Mach noch schnell Licht aus. Oh, ich zitter so. Es ist unfassbar. Alle Leute, ich habe so Bock. Also bei mir ist gerade auch... Richtig heftig, ey. Und? Ey! Ja? Mal gucken, ob wir hier noch den Nap finden. Den Nap. Machen wir hier zum Beispiel. Ja, guck. Hier haben wir so einen Stern. Hier haben wir einen Stern. Oh, es riecht schön. Leute, unfassbar. Ein Stern. Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern die eigene Angst zu überwinden. Leute. Hier. Oh, wir machen gleich den nächsten Artikel. Ich hab so Bock. Auf jeden Bock. Fall, ey, Alter, nicht. PSD Bank in so einer Litfaßsäule machen wir jetzt noch eine schöne alte Weco Eisfontäne. Sehr geil. Auch schön fest hier drücken, so. Tun wir das hier rein. Und jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier nochmal ab hier, Leute. Ja. Yeah. Geht's hier ab. Richtig. 3, 2, 1 und. Yeah.
Schön. Und hier der Test. Ich kann auch mal schnell machen. Ne? Ja, es ist ein bisschen warm. Na, so ein bisschen, ne? Echt schön. Und da ist leer. Lol. Ey, krass. Hey. Oh. What the fuck? Okay. Sie explodiert das gleich? Da kommt einfach nur so Rauch raus. What the fuck? Okay. Es ist leer. Würde ich auch mal sagen. Alter. Alter. Hier ist schwarz. Junge, Junge. Alter. So, Leute, wir sehen uns nochmal hier so ganz kurz wieder. Es ist jetzt 0.05 Uhr oder so. Was guckst du? Ich guck das mal. Alles gut. Jo, man sieht, ich bin dezent fertig. Auch Haare komplett im Arsch. Ich glaube, ja, mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Ich weiß nicht. Ich mache mich dann auf jeden Fall noch fertig, aber um 5 oder so machen wir weiter. Also, ja, sehen wir uns dann im nächsten Cut. Oder vielleicht werden wir schon Feuerwerk zünden. Ich weiß es ja nicht. Also, ja, seid gespannt, was passiert. Bis. So, Leute, es ist 5.48 Uhr am 29.12. Wir haben jetzt tatsächlich wirklich die ganze Nacht durchgemacht. Hier sieht man es nochmal am PC. Ganze Zeit den Manager-Stream angeguckt und ich habe mich jetzt schon fertig gemacht und die Zeit, während sich Slapix 84 fertig macht, kann ich ja mal nutzen, um zu zeigen, was ich so mitnehme. Also ich nehme auf jeden Fall meinen Kamerarucksack mit, weil ich will irgendwo meine Kamera unterbringen und die nicht die ganze Zeit irgendwo in meiner Tasche tragen. Dann nehme ich standardmäßig noch mein Handy mit. Das werde ich wahrscheinlich benutzen, um undercover in den Läden zu filmen. Dann natürlich auch einen gut gefüllten Geldbeutel. Hier dürften so um die 300 Euro drin sein. Das ist auch so ungefähr, also 300 bis 400 gebe ich so in der Einkaufstour aus, deswegen. Dann hier eine Mappe, haben wir natürlich unsere meine Einkaufsliste. Ja. Meine gehen zu Pfennigfeife, Aldi, Hornbach, Lidl und Norma. Und zu Fräsmann und Thomas Philips gehen wir nicht. Das wird uns alles mitgebracht, also richtig geil. Müssen wir uns nicht bewegen. Dann natürlich noch ein Stift. Ich habe ja extra so Ja-Nein-Spalten gemacht, da können wir das ankreuzen, ist für uns viel leichter. Dann natürlich, um uns einzustimmen, noch den Brenner und hier einen schönen Zwergenaufstand mit einer roten Basis und ja, hier den Cybercrackling von Leslie, kennt man ja. Also ich denke mal, da haben wir eine ganz gute Mischung getroffen mit den beiden. Und ja, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich zur Zündung und dann geht's auch schon los. Ich bin unfassbar aufgeregt, Mann. Alter. Bis gleich, Leute. So, Anfang tun wir, wie gesagt, mit dem Zwergenaufstand mit roten Sternen. Schöne Sache. Ich stelle mal hier so hin, würde ich sagen. Und dann werden wir den Hasen auch schon anzünden. Der war richtig laut. Der war heftig. Ey, geiles Teil, Mann. Läuft. So, jetzt gibt es als nächstes den wunderschönen Cybercracking-Vulkan von Leslie. Ja, würde ich sagen, machen wir den mal. Machen wir mal das ganz eigene Ding. Brenner und. An. So schön zur Einstimmung. Also und Leute, ihr wisst, was das heißt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's zur Einkaufstour. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier, oder was, hä? Ja. Lennart?
Geil, jetzt geht's los. Schmackhaften Norma angelangt. Werden wir auf jeden Fall mal reingehen und gucken, was die so für wunderschöne Nikobare haben. Stopp, nochmal war jetzt hier das Rocket Rally, also ein Muss, ja. Und hier hinten sieht man noch das, oh, bin in den Mikro reingekommen, Jewels of Fire, auch ein fettes Sortiment, ja, und jetzt geht's weiter zum Aldi. So, Lennart, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir bei Aldi. Ne? Bei Aldi Nord, hier beim ehemaligen Flughafen, würde ich sagen, gehen wir jetzt rein und krallen uns ein paar Päusen, wenn die ja hoffentlich noch da sind, ja? Na, erfolgreich beim Aldi haben wir uns fünfmal, also habe ich mir fünfmal die Päusen gekrallt. Zweimal die Pegasus hier, die ganz gut immer war. Und dann noch einmal hier das Pyro Superstars. Slapix hat sich halt viermal die, also wollte viermal und das Dynamite Back. Aber, was noch dreimal, ne? Ja. Dann müssen wir quasi nochmal dann eine Poison finden für den, aber das schaffen wir. Nee, zum Not können wir drauf verzichten. Ja, ach Quatsch, schaffen wir schon. Ja, als nächstes geht's zu Lidl. Bis gleich. So, kurzes Interview. Wie schmeckt sie Ihnen denn bisher? So? Ja, doch, sehr, sehr schmackhaft. Ja, sehr schmackhaft die Zunge. Sehr würzig. Muss man sagen, jetzt so an dieser Stelle auch für mich sehr interessant bis jetzt. Überhaupt schöner Wunderkerzen-Pullover. Mhm. Und ja, jetzt machen wir zu Lidl als nächstes und hoffe, dass wir die Flashbang bekommen und vor allem die Discovery, die Painted Sky, alles hoffen und beten. Und wir sehen uns gleich vom Lidl erstmal wieder. Da sieht man's. Und wie gesagt, hoffentlich haben die noch alles, die Flashbang, die Discovery und die ganzen schönen Neuheiten. Sehen wir uns gleich drin wieder, Leute. Bis gleich! Na Lena, bist du schon brav am Film hier? Was, ja, haben wir denn bei Lidl Schönes geholt? Hier zum Beispiel die Fire Arrows, die Neuheit. Ja. Aussehen Lidl. Hört mal, Leute. Also unfassbar. Mal gucken. Dann habe ich mir hier die Nightholer besorgt. Grüße an Silvester 2K. Dann ganze fünfmal die Flashbang, die wunderschönen Rohre. Ja, ich habe sie nur leider zwei anstatt drei. Hier die Scarab Veos, also die Painted Sky, haben wir uns auch, oder hab ich mir mitgenommen. Ne? Mhm. Habe ich an Kubis auch ein bisschen zugelangt. Du hast ja auch welche. Ja, aber zwei. Irgendwo da, ne? Hier noch eine unfassbar fette Batze und zwar die Shock Attack. Hier sieht man es. Und hier habe ich auch. Ein richtiger Kasten. Elysium. Auch ganze fünfmal. Na Leute, Wahnsinn. Unfassbar. Ja, jetzt geht's. Ach, da hinten, da ist irgendwo Hornbach. Da geht's hin! So, wir sind da, Leute, am Baustoffzentrum. Natürlich nicht, da steht's oben, Bach. Aber wir sind beim Hornbach. Und jetzt ist fett Pyropartner-Schinken und ja, hier eine Penthouse wird auch rausspringen. Und ein paar Kabelbinder brauche ich auch noch. Und ja, würde ich mal sagen. Wenn wir mal sagen, der fällt mich schon wieder. Ja, mal gucken. Was hier dabei rausspringt, ne? Bis gleich drin im Hornbach.
Jetzt sind wir raus aus dem Laden. Stimmt's, Lennart? Ja, jetzt sind wir raus, schön aus dem Hornbach. Und ja. Was haben wir denn, hä? Ja, also fangen wir erstmal mit mir an. Ich habe mir hier zwei wunderschöne D-Böller Schinken. Nico! Und nicht Pyro-Partner, tatsächlich. Naja, ja. Das ist mir jetzt gar nicht richtig aufgefallen. Die NEM steht gar nicht drauf. Wollen wir mal zu mir gehen, hä? Ja, dann gehen wir mal. Fangen wir an mit Kabelbinder von Haupa. Boah. Ja. Dann hier, Leute. Der Supersonic. Muster 36 Schuss. Ey, du sagst das, Mann. Hier. Ballert alles. Praktisch der kleine Bruder der Out of Limits. Oh ja. Von wem hast du aber den Spruch? Dann hier auch ein Schinken, logischerweise. China Böller D. Dann haben wir hier was ganz Feines, und zwar die Neuheit dieses Jahr. Schwecking und Fire Event. Das ist Wahnsinn, dass man die irgendwo im Discounter kaufen kann. Ja, das ist schon heftig. Und dann das Highlight. Nico Penthouse. Mal gucken, ob die tatsächlich noch überzeugen kann. So. Sind die da auch schon behindert? So, hier. Guckt euch das an, Leute. Ist das sexy? Publikumsrichtung. Wahnsinn. Krass. Ja. Ich denke. Und sind wir gut ausgedient, hä? Ja, dann lässt sich eine Menge Spaß haben, würde ich mal sagen. Ja. Machen wir jetzt noch zum Pfennigpfeifer. Und dann. Oder hole ich mir nichts. Oder bei Aldi mal gucken. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich, Leute. Also sehr edel hier im Kaufhaus. Steht auch Medimax, aber da wollen wir natürlich nicht hin. Wir wollen zu Pfennigpfeife, ja. Geht wohl los oder was? Stimmt's? Hm. Wo geht's jetzt hin? Pfennigpfeife. Das ist ein guter Laden, was gibt's denn da? Zum Beispiel die Airbomb. Die Airbomb? Beko-Artikel? Oh, dann, los geht's hier. Pfennigpfeife, Leute. Da haben wir jetzt einen richtig fetten Kasten. Zwei sogar. Oh ja. Gerade bei Pfennigpfeife habt ihr ja gerade gesehen. Und ich zeige euch mal kurz, wie sie aussieht. So. Ja, ich werfe hier auch mal einen kurzen Blick rein. Ne? Wunderschön. Sieht nicht so viel dieses Jahr aus, aber es ist halt sehr kostenintensiv. Ja, und was haben wir hier geholt, Lennon? Ne? Ja, das sind auch verschiedene Sachen drin. Ne? Und hier? Ja, geil. Die Airbombs von Weco. Mhm. Das sind noch nie da gewesene Bombenrohre von Weco. Also wie die Future Rockets. Ja, sind im Prinzip ähnlich aus. Ja. Haben aber verschiedene Effekte. Freue ich mich drauf. Einmal hier oben drauf. Hier. Und jetzt, Leute, macht euch gefasst auf Weco-Neuheiten. Das war die Rebel. Das ist, richtig fette Fächerbatterie. Mmh. Kommt auch hier oben drauf. Und jetzt das Allerfetteste, das werde ich wahrscheinlich kaum rausbekommen. Aber schon das, warte. Schon das packt gerade jemand ein. Schon das ist einfach nur unbeschreiblich fett. Wir kommen jetzt gar nicht raus. Jetzt. So. Boah, den legen wir gleich mal hier rein. Da steht's. Die Rowdy. Wahnsinn. Eine Wahnsinnsbatterie. Guckt euch an, wie fett die ist, es ist unfassbar. Ja. Oh. Und jetzt sind wir auch schon mit dem ersten Tag fertig. Ja, genau. Und dann geht's morgen nochmal weiter, ne? Kaufland, schmackhaft hier. Bloody Mary, bisschen Neuheiten. Ja, genau. Bis morgen. Da bist du dran. So, wie man sieht. Das sieht man nichts, genau, Pyromama. Das Wetter hat sich um 180 Grad gedreht, so wenn man von gestern ausgeht. Und ja, jetzt werden wir
ein bisschen romantisch was holen. Hm? Bloody Mary zum Beispiel. Aber Bloody Mary muss drin sein. Oh ja, trinken. Oh ja, lecker Bloody Mary, aber nein, wir trinken ja kein Alkohol. Also Leute, guckt euch mal dieses Wetter an. Krank. Bis gleich. So, wir sind jetzt am der Apotheke. Nein, Spaß. Wir sind am B1. Natürlich auch nicht. Wir gehen jetzt zum Kaufland Center und holen uns da erstmal Fett Bloody Mary. Also ich nicht, aber ich habe was anderes Geiles, was es hier gibt. Also sehen wir uns gleich dort drin im Kaufland. Oh yeah. So, beim Kaufland fertig, haben wir uns natürlich hier von Weko die fettarme Haarmilch gegönnt, ne? Der Stani. Ah ne, da habe ich was falsch gemacht, ne? Hier, das haben wir uns gegönnt. Immer noch falsch. Ne, das hier. Ja. Haben wir uns. Oh, sorry, dass ich gegen den Kamera. Fusion von Weko. Lennart hat mal wieder nichts bekommen. Beste Organisation. Keine Bloody Mary. Keine Bloody Mary. Kein glücklicher Lennart. Und ja, jetzt geht's weiter. Bei dem wunderschönen Tag. Guckt euch das an. Unfassbar. Ja, auf zu Lidl. Ist überhaupt der zweite Tag, habe ich vergessen zu erwähnen. So, wie gestern am Lidl. Ist überhaupt derselbe. Gegenüber haben wir ja auch Edeka. Und ey, das Wetter ist einfach... Leute, das ist der Wahnsinn. Unfassbar. Ja, mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Flashbacks bekommen. Wäre richtig geil. Und mal gucken. So, waren wir beim Lidl. Ja. Und jetzt ist Lennart zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt habe ich mir noch zweimal Flashbangs mitgenommen. Ah, seine Flashbangs. Also zufrieden sieht anders aus. Also Frieden sieht anders aus, sagt die Guru Mama. Und ich habe mir hier noch spontan für 15 Euro auch noch was mitgenommen. Auf jeden Fall. Guru for Kids, weil ich finde die Sortierung einfach mega gut. Für 2,79 bekommt man nur zweimal Knallteufel und 100 Kerzen. Das geht voll klar. Dann habe ich mich doch dazu entschieden, nochmal die Hellboy mitzunehmen, die Neuheit. Hat eingedroschen. Dann mal wieder nach Langen auf jeden Fall die Laser. Mal gucken, wie die so abschneiden, aber die ist ja eigentlich immer gut. Die verschlechtert sich ja kaum, ist ja nur eine Fontäne. Ich bin gespannt. Ja. Noch nie. Hast du noch nie? Nein. Jetzt schon. Und auf jeden Fall auch noch einmal Flashbang, weil ohne Scheiß, die haben die Regale so zugerammelt und die haben wieder eine Lieferung bekommen. Also, ja. So, und jetzt geht's hem. Hem geht's jetzt.